Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Unbemannte Systeme spielen eine immer wichtigere Rolle in den Fähigkeiten des deutschen Heeres. Das Heer setzt eine Vielzahl von unbemannten Systemen ein, darunter unbemannte Luftfahrzeuge, unbemannte Bodenfahrzeuge und unbemannte Unterwasserfahrzeuge. Unbemannte Luftfahrzeuge bieten dem deutschen Heer wichtige Überwachungs-, Aufklärungs- und Nachrichtengewinnungsfähigkeiten. Unbemannte Bodenfahrzeuge werden unter anderem für die Aufklärung, Logistikunterstützung und Fernerkundung eingesetzt. Unbemannte Unterwasserfahrzeuge dienen der deutschen Marine zur Unterwasserüberwachung, Minenabwehr und ozeanografischen Forschungen. Heute zeigen wir euch die 10 besten unbemannten Systeme der Bundeswehr. Luna NG. Rheinmetall präsentierte im Jahr 2022 unter anderem das luftgestützte Nahaufklärungssystem Luna NG der nächsten Generation. Das hochmoderne unbemannte Luftaufklärungssystem Luna NG erkundet, klassifiziert und erkennt Objekte am Boden in Echtzeit. Dank seiner ultraleichten, hochstabilen Konstruktion kann der Luna NG über 12 Stunden in der Luft bleiben. Darüber hinaus bietet er eine Reichweite von bis zu 150 Kilometern, die durch optionale SATCOM-Ausrüstung noch erhöht werden kann. Der Luna NG hat eine maximale Nutzlast von 30 Kilogramm. So kann der Luna NG neben hochauflösenden optronischen Sensoren zahlreiche weitere Aufklärungsmittel mitführen und so eine Vielzahl von missionsspezifischen Aufgaben erfüllen. Darüber hinaus können KI-Fähigkeiten und Anwendungen, zum Beispiel zur automatisierten Datenauswertung, erweitert und direkt getestet und integriert werden. Wiesel ACW. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat 2021 sein neuestes robotergestütztes Bodenfahrzeug vorgestellt, das mit einem Hightech-Autonomiesatz ausgestattet ist. Der Autonomous Combat Warrior ACW Wiesel basiert auf der Wiesel-Plattform und kann Soldaten bei Einsätzen in schwierigen Umgebungen unterstützen. Er kann manuell, ferngesteuert oder völlig autonom durch die Programmierung von Wegpunkten auf einem Tablet bedient werden. Der ACW Wiesel verfügt über fortschrittliche Sensorsysteme, die es ihm ermöglichen, Hindernissen auszuweichen und einem Führungsfahrzeug im Konvoi-Modus zu folgen. Außerdem kann er das Verhalten der Soldaten erkennen, was die Sicherheit der Bediener weiter erhöht. Das Roboterfahrzeug nutzt nach Angaben von Rheinmetall ein hochmodernes autonomes Kit, das für Ketten- und Radfahrzeugsysteme, darunter LKW der HX-Baureihe, GTK Boxer und die Lynx-Fahrzeugfamilie einsetzbar ist. Songbird. Der Songbird ist das erfolgreiche Ergebnis jahrelanger Tests und kontinuierlicher Verbesserungen. Durch die Kombination der Vorteile herkömmlicher Flugzeuge mit denen von Multikopterdrohnen erweitert diese neue Art von UAS die Einsatzmöglichkeiten erheblich. Durch die Fähigkeit, vertikal zu starten und zu landen, ist keine Start- oder Landebahn erforderlich, während alle Vorteile eines Starrflüglers wie Geschwindigkeit und Reichweite erhalten bleiben. Die Drohne wurde von der Firma German Drones entwickelt. Dank seiner hervorragenden aerodynamischen Eigenschaften und kompromisslosen Leichtbauweise erreicht der Songbird Flugzeiten von bis zu 2 Stunden. Je nach Nutzlast können pro Flug bis zu 100 Quadratkilometer abgedeckt werden. Die hohe Nutzlast von bis zu 6,4 Kilogramm erlaubt den Einsatz mit sehr leistungsstarken Batterien, mehreren Kameras oder hochspezialisierter Sensorik wie LIDAR-Scannern oder Echtzeit-Kartierungslösungen. Je nach Ausstattung liegt das Abfluggewicht zwischen 9 und maximal 14 Kilogramm. Themis. Themis ist ein unbemanntes Mehrzweck-Bodenfahrzeug, das von dem in Estland ansässigen Verteidigungs- und Sicherheitsdienstleister Milrem mit Unterstützung des estnischen Verteidigungsministeriums entwickelt wird. Im Jahr 2021 haben Milrem Robotics und das deutsche Systemhaus für Kampfpanzer und Kampfsysteme Krauss-Maffei-Wegmann, KMW, eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Der Vertrag sieht vor, dass KMW eine Minderheitsbeteiligung von 24,9% an Milrem Robotics erwirbt.
Das TEMIS ist für eine Vielzahl von militärischen Einsätzen in gefährlichen oder schwer zugänglichen Gebieten konzipiert. Es bietet erhöhte Sicherheit und operative Effektivität, indem es die Einsatzkräfte in sicherer Entfernung von feindlichen Angriffen hält. Das Fahrzeug kann für verschiedene Aufgaben konfiguriert werden, darunter Aufklärung, Beobachtung, Zielerfassung, Kommunikationsrelais, logistische Unterstützungsplattform, Rettung, Brandbekämpfung und medizinische Evakuierung. Das TEMIS-Mehrzweck-Infanteriesystem kann mit einer Vielzahl von Waffen wie Panzerabwehrraketen, Maschinengewehren und ferngesteuerten Waffenstationen zur Bekämpfung leicht gepanzerter Fahrzeuge ausgerüstet werden. Sea Falcon. Das neue Unternehmen ESG hat einen Auftrag vom Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr erhalten. Der Auftrag umfasst die Lieferung von 3 unbemannten Luftfahrzeugen für die Korvetten K-130 der deutschen Marine. Der Sea Falcon basiert auf dem Typ Skelda V-200 des schwedischen Herstellers UMS Skelda. Mit einem maximalen Abfluggewicht von 235 kg hat sie eine Flugdauer von bis zu 5 Stunden. Sea Falcon kann eine Höchstgeschwindigkeit von 139 Stundenkilometern erreichen und hat eine Nutzlast von 40 kg. Es kann bei einer Windgeschwindigkeit von bis zu 10 Metern pro Sekunde und Seegang 3 automatisch auf dem Deck der Korvette starten und landen. Ein integrierter Sensor überträgt optische und infrarote Bilder in Echtzeit an die Bodenkontrollstation. Rabe. Eines der Systeme, das die Bundeswehr erhalten hat, ist das robotische Aufklärungssystem Rabe, Roboter zur Erkundung, Überwachung und Aufklärung im Stadtkampf. Derzeit sind bei der Bundeswehr 44 Rabe-Roboter im Einsatz. Es ist geplant, weitere 150 Mini-Roboter zu kaufen. Das Rabe-Aufklärungssystem ist ein ferngesteuertes Raupenfahrzeug mit einem Gewicht von 2,5 kg. Roboterarme umgeben von 4 Kameras sowie ein digitales Funksystem. Der Roboter überwindet mühelose Hindernisse wie Treppen oder unebenes Gelände und ist praktisch unverwüstlich. Für eine Besichtigung des Geländes kann man ihn durch ein Fenster werfen oder, falls nötig, aus einer Höhe von 5 Metern zurücksetzen, ohne dass er ernsthaft Schaden nimmt. Im Falle einer Landung auf dem Roboter klappt er zurück und ist sofort einsatzbereit. Laut Spezifikation beträgt der Radius weniger als 400 Meter, die Akkuladung 6 Stunden. KZO. Rheinmetall ist mit der Lieferung von 6 unbemannten Kleinflugzeugen, KZO, zur Aufklärung und Zielerfassung für das deutsche Heer beauftragt worden. Das KZO verwendet ein Infrarot-Sensorsystem zur Erfassung von Echtzeitbildern von Zielen sowie von Position und Geschwindigkeit von beweglichen und stationären Zielen. Die Zieldaten werden vom Luftfahrzeug über eine Entfernung von mehr als 100 km an die Bodenstation übertragen, sodass die Zieldaten für den effektiven Einsatz anderer Mittel wie Langstreckenartillerie, intelligente Artilleriemunition, Raketen und Flugkörper genutzt werden können. Es können verschiedene modulare Nutzlasten ausgewählt werden, um den betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden. Das maximale Nutzlastgewicht beträgt 35 kg und das maximale Startgewicht 162 kg. In der Regel fliegt das Luftfahrzeug das Zielgebiet mit 150 Stundenkilometern an. Die Einsatzhöhe beträgt 300 bis 3500 Meter. Das Fahrzeug hat eine Ausdauer von über 3 Stunden und 30 Minuten. Mission Master. Das unbemannte Bodenfahrzeug Mission Master wird von Rheinmetall hergestellt, um die vielfältigen Einsatzanforderungen von Truppen in schwierigem Gelände zu unterstützen. Das Fahrzeug kann für Aufklärungs- und Überwachungseinsätze, den Auf- und Abbau von Kräften und zur Steigerung der operativen Effektivität eingesetzt werden. Es kann für taktische Überwachung, chemische, biologische, radiologische und nukleare Erkennung, medizinische Evakuierung und Kommunikationsrelais-Einsätze eingesetzt werden. Der Mission Master AUGV kann in verschiedenen Modulen konfiguriert werden, zum Beispiel als Mission Master, Fracht-Mission Master, Feuerunterstützung und Mission Master Rettung. Alle Varianten sind in der Lage, verschiedene Missionen auszuführen. Das Fahrzeug kann eine maximale Nutzlast von 600 kg aufnehmen, bei amphibischen Einsätzen sogar bis zu 400 kg. Das unbemannte Fahrzeug fährt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern und kann für zusätzliche Mobilität mit Raupen oder Ketten ausgestattet werden.
Der Mission Master kann mit 50mm Waffensystemen, 12,7mm Maschinengewehren und 40mm Granatwerfern bewaffnet werden. Seefuchs. Der Seefuchs ist ein unbemanntes Unterwasserfahrzeug zur Minenbekämpfung, das von der deutschen Firma Atlas Elektronik hergestellt wird und zur Ortung und Zerstörung von Grund- und Anker-Tauminen dient. Es kommuniziert mit dem Schiff über ein Glasfaserkabel, das mit einem Bildschirm verbunden ist, auf dem der Bediener die Mine sehen kann. Der Seefuchs verwendet ein maßgeschneidertes Aussetz- und Rückholsystem, das auf einer Vielzahl von Schiffen, Booten und sogar Hubschraubern angebracht werden kann. Der Seefuchs kann für eine Reihe von Aufgaben eingesetzt werden, zum Beispiel für Schadensabschätzungen, Routenvermessungen, die Kontrolle von Seegrenzen, nachrichtendienstliche Aufgaben und die Überwachung von Häfen. Die Einsatztiefe des Seefuchses liegt zwischen 0 und 300 Metern. Der Seefuchs hat eine Reichweite von 1200 Metern, abhängig von akustischen und aktuellen Bedingungen. Der Gefechtskopf des Seefuchs ist eine Hohlladung mit nachgewiesener Wirksamkeit gegen Brandbomben. Vector. Die elektrisch senkrecht startende und landende Aufklärungsdrohne Vector wurde von Quantum Systems und ESG Defense Public Security für militärische und sicherheitspolitische Aufgaben entwickelt. Die Drohne wurde im Juni 2019 im Rahmen des Forums Unbemannte Systeme der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik vorgestellt. Das Luftfahrzeug eignet sich für eine Reihe von Nachrichtendienst-, Überwachungs- und Aufklärungsanwendungen, wie zum Beispiel die Überwachung von Schlachtfeldern, Grenzpatrouillen sowie Such- und Rettungseinsätze. Zu den weiteren Einsatzmöglichkeiten der unbemannten Flugzeuge gehören der Schutz von Konvois, die Verfolgung von Kriminellen, die Verkehrsüberwachung sowie der Schutz von Häfen, Einrichtungen und Anlagen. Die Kamera mit 10-fach optischem Zoom kann 720 Pixel EO-Videos und 480 Pixel IR-Videos aufnehmen. Es ermöglicht eine Datenübertragung mit einer Rate von 10 Mbps bis zu einer Reichweite von 15 Kilometern. Durch den Einsatz von Sektorantennen wird die Befehls- und Kontrollreichweite auf 25 Kilometer erhöht. Der Vector kann Reisegeschwindigkeiten von bis zu 25 Metern pro Sekunde erreichen und ist in der Lage, Windgeschwindigkeiten von 12 Metern pro Sekunde standzuhalten. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der unbemannten Systeme euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.